SF. Mittendrin. Statt nur dabei. Let's get ready to rumble! WCW Pro Wrestling am Mittwochabend mit Amo und mit Peter. Peter William hier und wir begrüßen euch, liebe Fans. Erst einmal hier ein Rückblick noch auf Monday Nitro. Und da kommt Ric Flair aus dem Bett, lässt sich hier reinfahren ins Studio von seinen beiden Damen und hat den Gürtel des Champions bei sich. Und er hat noch mal ganz kurz erklärt, warum er derzeit so unglaublich stark ist. Und hier wird es angezeigt, die Universal Studios. Und es geht heute los mit dem Match Johnny B. Badd gegen den Squire Dave Taylor. Und wir kommen dann noch auf die anderen Matches zu sprechen. Eine super Karte heute, Amor. Ich freue mich, dass du da bist. Ein super Menü, das da zusammengestellt wurde. Aber erstmal geht es um den World Television Titel. Ja, und der Squire, der will sich diesen Titel natürlich holen. Den, ja, sein Tag-Team-Kamerad, der Lord Steven Riegel, schon einmal getragen hat. Erst einmal aber Kimberly natürlich bei Johnny B. Badd. Schaut euch das an, wie sie hier in den Ring kommt. Johnny B.'s gonna fight. Auftrittsmäßig hat sie sich voll angeglichen an Johnny B. Badd. Bei den beiden gute Laune immer wieder garantiert. Oh la la, und hier auch noch Höchstleistung in turnerischer Hinsicht. Da könnte man ja eine 10 vergeben. Aber erstmal gibt es diese Frisbees. Einen Glücklichen wird es jetzt geben. Hier im weiten Rund. Frisbee wird geworfen. Ja, liebe Fans, es geht heute weiter mit One-Man-Gang gegen Evan Sullivan. Es geht weiter mit Shark. Werden wir sehen. Scott Armstrong werden wir im Programm haben. Und dann den Stott Stable gegen Todd Martin und Julio Sanchez. Und so geht's weiter. Wir werden euch noch weiter informieren. Erst einmal aber der Bad Blaster, der hier abgeschossen wird. Und Johnny B. Badd hat ihn sogar Kimberly übergeben. Sie hat diese heilige Pflicht zu tun heute. Einer hält ihn, der andere schießt ihn ab. Also Teamwork in jeder Hinsicht. Aber wir warten jetzt natürlich auf den Gegner. Ja, und ich kann einfach mal sagen, ich speziell, da ich ja die Geschichte des Squire Dave Taylor speziell kenne, aus Europa, der sich ja jahrelang in den Ligen in Europa rumgetrieben hat. Ein sehr guter Absolvent der Submission School in England war. Und er bringt sogar seinen Lord mit. Oder der Lord bringt ihn mit. Wie auch immer. Und wie immer natürlich, das Etikett stimmt. Super angezogen. Alles sitzt perfekt bei Lord Steven Regal. Ja, ein bisschen wird natürlich die Nase gerümpft. Is it any wonder that we're at the top of the WCW's tree? Such inadequate people and inadequate wrestlers. Ja, und wieder die Beschimpfung des Publikums hier. Sie sind natürlich, sie fühlen sich on top in der WCW, was sie ja auch sind, also muss man ja mal sagen. Denn Lord Steven Riegel hat ja wirklich große Erfolge schon in der WCW gehabt. Ob es der Squire dann so weitermachen wird, ist die zweite Frage. Sie sind ja ein Team, wenn man so will, diese Adligen, die immer auf einen anderen zurückgreifen können, nicht? Denn da gibt es ja immerhin noch Sir Robert dabei. Das blaue Blut verbindet auch hier. Ja, und hier dieser adlige Haarschnitt vom Squire. Ich kann euch sagen, dass er, ja, ihr habt ihn ja selbst auch schon gesehen, ein sehr, sehr guter Techniker auch ist. Er gehört eigentlich zu den Wrestlern, die man ins Halbschwergewicht zählen muss, die aber jederzeit mit den ganz, ganz Großen mithalten können und natürlich auch mit den schnellen, kleineren Wrestlern. Und hier Johnny B. Badd will gleich mal aufzeigen, dass er hier
klare Vorteile hat. Naja, und das kann er natürlich auch als Champion, denn wenn es um die Technik geht, dann kann Johnny B. Badd mithalten. Ja, seht ihr, liebe Fans, das war ein Wristlock und da geht der Squire lieber nach vorne mit. Also er wird nicht geschleudert, sondern er geht lieber mit, bevor er da zu viel Schmerz einstecken muss. Und Johnny B. Badd kann sich keinen eindeutigen Vorteil in dieser Situation verschaffen. Naja, noch nicht, Armand, würde ich sagen. Denn das ist natürlich auch eine Frage der Kondition. Aber da geht er über seinen Gegner weg und nimmt ihn im Armdreck mit. Hier diesen speziellen Armdreck kennen wir ja von Johnny B. Badd. Das ist ein bisschen zu viel für den Squire anscheinend. Vor allem geht es unglaublich schnell. Johnny B. Badd also flink auf den Beinen heute Abend. Ja, liebe Fans, vorgestern Monday Nitro. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder dabei sein kann. Erhole mich von Tag zu Tag mehr. Sage nochmals Dankeschön, Armand, wie du dich gekümmert hast. In der Zwischenzeit ist das ja auch geklärt. Von wegen, dass du dich um meine Frau gekümmert hast. Naja, das war nur so eine saloppe Bemerkung. Ja, ja, und bei dir ist man dann sofort ein bisschen in Abwehrreaktion. Das ist ja auch klar mit deinen, ich würde sagen, doch immer wieder hart an der Grenze deinen Beziehungen zu irgendwelchen sehr, sehr schönen Frauen. Naja. Ja, Johnny B. Badd hier doch ein wenig im Bedrängnis, wird jetzt zur Ringmitte hin zitiert. Ja, und hier sieht man, der Squire nimmt hier diesen kombinierten Submission Hold, achtet aber jetzt nicht auf das andere Bein von Johnny B. Badd. Und der könnte natürlich alles Mögliche jetzt machen. Einmal verrückt, bitte, da geht's schon los. Natürlich nimmt er das Bein zur Hilfe. Aber da unten der Toehold, dieser Hebel angesetzt vom Squire. Noch einmal das Gleiche. Und man sieht es deutlich, Lord Steven Regal im Hintergrund. Er kämpft förmlich mit. Ah, das freut ihn natürlich, wenn der Squire hier die Oberhand hat. USA, USA, jawohl, da haben wir es auch. Und dann kommt der Kraftteil und der Side Suplex. Mit Vollendung. So, mein lieber Squire, nun sieh mal zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Auch da wird geblockt. Rüber und dann kommt Johnny mit einem Kick in den Solar Plexus. Tja, und Lord Steven Regal, er fühlt sich gemüßigt, jetzt vielleicht Hilfestellung zu leisten. Und Double Axel Blow von Johnny B. Badd und das Cover hier. Ja, da kann man ja bis 10 zählen. Ja, absolut. Das war's ja eigentlich schon. So. Na bitte, und jetzt wird er eingerollt, der Squire. Und es ging nach hinten los für Lord Steven Regal. Dieser Versuch, ja, liebe Fans, Johnny B. Badd zu stören. Und ich glaube, da wird noch ein Wörtchen gesprochen bei den beiden in der Garderobe, beim Lord und beim Squire. Aber, liebe Fans, erst einmal wollen wir jetzt abgeben zu einem Statement der Road Warriors. In World Championship Wrestling, there are a lot of great stars. In der WCW sind die großen Stars, wie Lex Luger, Sting und Hulk Hogan. Dann gibt's da noch Randy Savage und Harlem Heat. Aber wenn es zu den Tag Teams kommt, wir halten uns von allen fern. Dann habt ihr eigentlich nur die Road Warriors. Wir sind eine Einbahnstraße, wo keiner heil herauskommt, der sich uns in den Weg stellt. Ist es richtig, Hawk? Und sind die Stars völlig gleichgültig? Die einzigen Stars, die ich kenne, sind die am Himmel. Und das ist für mich wichtig. Wenn ihr mit uns in den Ring steigt, könnt ihr alles vergessen. Wie zum Beispiel Licht und Status und all den anderen Quatsch. Ihr dürft nur uns zwei nicht vergessen, denn wir werden wie ein Albtraum über euch herfallen. Ihr werdet das nicht mögen, aber das ist uns egal. Was könnt ihr schon dagegen tun?
Und wir sind wieder bei WCW Pro Wrestling. Und mit dem nächsten Match ein alter Bekannter, ehemals US Heavyweight Champion. Hier ist One Man Gang. Ja, lass ihn erst einmal reinkommen, bevor wir dann auf seinen Gegner zu sprechen kommen. Liebe Fans, ich hatte es gesagt, Shark werden wir noch sehen heute im Programm. Scott Armstrong gegen den Taskmaster, dann den Stud Stable wieder erleben. Noch einmal sehen, wie Disco Inferno in den Ring steigt. Man at Work gegen Public Enemy, na das wird natürlich auch noch mal ein Leckerbissen. Und Robert Eaton gegen Conan. Und hier kommt der Gegner von One Man Gang. Ja, da ist er. Und wen bringt er mit? Evert Sullivan, natürlich Ralf. Und wir haben es ja des Öfteren schon mal gesagt, liebe Fans, dieser Ralf, der freut sich so darauf, dass er mit in die Halle genommen wird. Wenn Evert ihn dann mal vergessen sollte, dann hüpft er hinterher. Er will unbedingt in die Halle, weil er weiß, dass er da ein bisschen gestreichelt wird. Und dann kommt er in sein Häuschen zurück. Ja, Evert gegen One Man Gang. Ja, ein richtig gutmütiger Typ. Wer mit Häschen spielt, muss eine reine Seele haben. Das hat er auf jeden Fall. Er hat eine reine Seele und sehr viel Mumm in seinen Armen. Er ist kräftig genug, um vielleicht auch One Man Gang zu schlagen, aber vielleicht nicht schlecht genug. Ja, One Man Gang, er ist nicht sonderlich beliebt. Und er hat sogar seine Brille heute ausgezogen. Ja, ausgezogen. Auch gut, ja. Eine Brille ausziehen. Warum eigentlich nicht? Aber es geht los im Match. Und er ist furchterregend. Mit Tattoos übersät. Ja, er ist wirklich die One-Man-Gang, das kann man sagen. Einer dieser Gewaltbrocken, die jetzt in der WCW zu finden sind. Dazu gehört ja auch Shark. Dazu gehört ja zum Beispiel auch ein lochendes Monster, die ihre Matches nur dadurch gewinnen, dass sie ihre Gegner niederwalzen, würde ich sagen. Gegenüber Loch Ness hat er einen richtig schlanken Fuß. Ja, ja. Er ist ein zartes Jüngelchen, wenn man so will. Ja, und Evert muss sich was einfallen lassen. Er muss sich was einfallen lassen, wenn er hier mithalten will. Und hier eine schöne Aktion. Der Versuch, eine Clothesline anzubringen. Aber One-Man-Gang erstaunlich schnell auf den Beinen. Ja, der scheint mir fertig zu sein, der Evil. Der scheint mir wirklich fertig zu sein. Ja, konditionell ist da nicht viel drin in dem Burschen. Oh, da kommt noch dieser Gewaltsplash und das könnte schon sein. Und das ist es auch, Armand. Ja, hat sich zu viel um Ralf gekümmert, glaube ich, in den letzten Tagen. Ja, hat zu wenig Möhren gegessen, hat sie alle dem Ralf gegeben. Und deswegen nicht mehr diese Stärke, die wir bei ihm kennen. Kurzer Prozess, One-Man-Gang, siegreich. Bevor das Fernsehen es weiß, Top Secret. Täglich News aus dem WCW-Hauptquartier in Atlanta. Jeden Tag neue Fäden, Gerüchte und Ergebnisse. Und ich sag dir noch, ruf da an, so schwer ist das doch nicht, oder? Telefonhörer nehmen, wählen. Mann, das kann doch jeder. Und komm mir nicht wieder mit der Das wusste ich aber noch nicht. Schließlich ist bei denen nie besetzt. Wow, die ganze Welt des Wrestling in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sind wieder da. WCW Pro Wrestling. Ja, liebe Fans, ihr wisst es. Sechsmal Wrestling im DSF. Und wir freuen uns natürlich, dass Worldwide wieder am Freitag zu sehen ist. WCW Worldwide und das vor allen Dingen WCW Saturday Night wieder am Samstag zu sehen ist, Armand. Genau, und hier der Gegner von Shark, er ist schon bereit, er ist im Ring und er muss gleich zu Boden gehen. Dino Casanova, Dino was ist sein Name? Ja, gut, er soll ja mit dir einige Züge durch die Gemeinde gemacht haben, dieser Dino Casanova, ihr beide auf der Jagd. Nein. Das? Nein? Nein, wir teilen uns nur
die Vorliebe für heiße Cappuccinos und nicht süffige Amarettos. Nicht für die feurige Weiblichkeit. Und da rennt er erstmal ins Leere, also zu viel oder zu wenig Cappuccino getrunken. Und der Shark latscht einfach drüber, als wäre das das Normalste von der Welt. Ja, scheint es Leg wohl auch drop. Zu sein. Aber schaut euch das an, der ist nicht nur stark und schwer, sondern auch beweglich. Ja, eines dieser, oder einer dieser berühmten Moves von ihm, den man ja jetzt auch vom Loch Ness Monster kennt. Ja, liebe Fans, alles, was es da an Neuigkeiten gibt, ob es zu, vielleicht sogar ein Team geben wird, Shark gegen Loch Ness Monster, mit Loch Ness Monster zusammen, darüber natürlich mehr auf der WCW-Hotline, auf den speziellen Hotlines auch. Peter Williams Wrestling Action genauso natürlich. Und hier scheint sich etwas anzubahnen. Also Dino Casanova wohl doch nur ein Futter für den Shark. Und er beißt sich richtig fest in ihm. Er möchte ihn förmlich verschlingen. Ja, da muss er noch weiter leiden. Also es ist noch nicht zu Ende. Kommt dieser Wristlock, das ist wie eine Eisenklammer. Und jetzt von der anderen Seite, von unten nach oben geschlagen. Ja, und dann nochmal mit dem Arm rüber über das Topseil, auch natürlich nicht erlaubt. Interessiert diesen Mann überhaupt nicht. Ja, der Dungeon of Doom, wahrscheinlich doch wieder auf dem Vormarsch. Denn der Taskmaster, den wir heute auch noch sehen werden, der hat ja überall seine Hände im Spiel. Und hier wird vielleicht schon, ja, doch kein Finishing Move. Er will sich noch ein bisschen mit ihm spielen. Ja, da wird er doch so ein bisschen weich gekloppt. Der Dino Casanova. Und Shark genießt es förmlich. Und hier, was wird das? Ein Body Slam. Und da scheint schon durchgezählt zu werden. Nein, 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 nein. Er will noch mal, du hattest recht, er will, dass sein Gegner, dass der Dino noch mal aufsteht. Er will noch ein bisschen weitermachen, ja. Seine Kondition prüfen. Und jetzt sind die beiden sogar fast zusammengestoßen. So, einmal rüber, dann das Lift ab und das wird es jetzt gewesen sein. Ja, chancenlos. Dino Casanova, vielleicht waren die Nächte doch ein bisschen zu lang. Ja, Shark Attack zeigt er hier nochmal diesen berühmten rechten Arm hoch. Wir sehen vielleicht noch einmal diese Aktion in der Zeitlupe. Und dann, liebe Fans, wollen wir uns einmal anhören, ein Statement vom Stinger und von Lex Luger. Natürlich hochinteressant. Hier erstmal die Zeitlupe. Und die kraftvollen Aktionen vom Shark. Und jetzt aber ab zum Statement. You know, Stinger, being the total package, weißt du, Stinger, ich bin das Total Package Lex Luger. World, und ich war schon überall auf der Welt, bis in die entlegensten Ecken. Jeder hat mich erkannt, wohin Lex ich auch kam. What's happening with the Stinger? I know you guys Sie fragt mich alle, was ist los mit dir und dem Stinger? Ihr seid doch schon seit Jahren die besten Freunde. Und endlich haben wir unseren Preis bekommen bei der WCW. Wir sind WCW Tag Team Partner. Wir sind die Besten. Und ich habe es dir schon vorher gesagt. Naja, hast du gesagt. Und du bist sehr glücklich. Ja, das bin ich. Ja, du strahlst über das ganze Gesicht und dir ist alles egal in der Welt. Ja, ganz und gar. Rate mal, was ich für Neuigkeiten habe. Du meinst, du kannst tun und lassen, was du willst in der Welt. Du hast in dem Match mit Harlem Heat falsch gespielt. Aber das war okay. Public Enemy und Undertaker Teams, das ist auch okay. Aber mit den Road Warriors, das ist ein anderes Thema. Road Warriors Killers, die Road Warriors sind nicht ganz dicht. Die kommen von der Straße. Ich möchte nur nicht, dass wir in arge Schwierigkeiten kommen. Das ist alles, was ich sage. Ladies and gentlemen, the following contest. Und WCW Pro Wrestling geht weiter mit einer Menge Action. Und hier ist einer der ganz Großen. Hier ist einer der Armstrong Brothers, Scott Armstrong. Ja,
und bei diesem Statement der beiden, beim Stinger und Lex Luger, Armand, da hat man schon ein bisschen gesehen, dass es kriselt wieder und dass es weiter kriselt. Und wie weit das gehen wird, naja, da müssen wir uns hinterkleppen. Die Frage ist einiges erwarten. Werden die als Tag-Team auch weiterhin bestehen? Aber die Zukunft wird es zeigen. Hier ist mal der Gegner von Scott Armstrong. Hier ist der Taskmaster. Und natürlich mit Jimmy Hart. To Taskmaster! Tja, und der Gong ist noch gar nicht ertönt. Da hat der Taskmaster sofort die Initiative ergriffen. Ja, Scotty Armstrong, einer der besten Techniker. Sehr, sehr leicht, aber er wird jetzt versuchen. Ja, da kommt gleich dieser Frontkick, den wir alle für sich von Meng kennen. Und er befördert erstmal den Taskmaster raus. Tja, und auch natürlich in der Größe gibt es einige Unterschiede. Naja, der Taskmaster ist genauso groß, wenn nicht sogar noch kleiner, aber kompakter. Und natürlich viel, viel schlechter, immer mit seinen fiesen Aktionen. Gefällt dir das eigentlich, Armand? Mal gefallen, wenn sie fair ausgeführt sind. Und jetzt kann ich das gut mitleben. Das ist an und für sich sein Finishing Move, Armand. Jetzt kommt dieser Stop noch einmal. Und? Ja, unglaublich. Ladies and gentlemen, the winner of the match. Ein schnelles Ende. Wer hätte damit gerechnet gegen Scott Armstrong? Gegen einen guten Techniker, der Taskmaster, hat kurzen Prozess gemacht. Ja, Jimmy Hart dabei und freut sich natürlich ganz klar über diesen kurzen Sieg oder dieses kurze Match mit dem eindrucksvollen Sieg. Und WCW Pro Wrestling hier natürlich noch mit den Highlights des letzten Matches. Genießen wir diese Bilder in Slow Motion. Die Vorbereitung für den Finishing Move vom Taskmaster. Und hier dann der Countout. Die heißen Backstage-Infos zum Programm. Interviews mit deinen WCW-Superstars. Jede Woche doppelte Gewinnchance beim Stimmenquiz und in der Fanclub-Corner. Die Kontaktbörse, der Treffpunkt für richtige Fans. Sag deine Meinung, sie zählt beim WCW-Team. Die WCW-Hotline mit einem Anruf rund um die Uhr sechsmal top informiert. Hot on the line in Deutschland, Österreich und der Schweiz. World Championship Wrestling right now. Die WCW befindet sich im Moment im Tumult. Es gibt ein Kinderspiel, das heißt Pitch and Smear. Man nimmt ungefähr 10 Kinder und einen Fußball und schmeißt ihn in die Höhe und wer ihn immer fängt, der hat gewonnen. Genauso geht es im Moment bei der WCW zu. Niemand hat einen Freund und Grundsätze, jeder ist gegen jeden. Der einzig feste Bestandteil, den es gibt, ist, da sind die Gewinner und dort die Verlierer. Dieses hier präsentiert die einzige Vereinigung, die fest zusammenhält. Es gibt da noch den Dungeon of Doom. VK Wall Street und Big Baba behaupten, eine feste Verbindung zu sein. Aber lasst euch eins sagen. Es ist immer schlecht, wenn Geld mit drin ist. Es gibt Leute, die verkaufen ihre eigene Großmutter für 50 Cent. Bei der WCW geht es nur um eins. Gewinnen oder verlieren. Das Spiel geht so. Zerstöre deinen Gegner, bevor er dich zerstört. Nimm das Gold mit nach Hause, denn da gehört es hin. Jetzt wissen wir es also ganz genau. Und hier ist WCW Pro Wrestling mit dem nächsten Match. Stud Stable. Ja, und der Stud Stable, das ist natürlich Bankhaus Buck und Dirty Dick Slater. Ja, direkt aus dem Stall kommen sie also, die beiden Texaner. Ohne ihren früheren Manager, ohne Colonel Rob Parker. Also, sie sind alleine. Naja, aber sie kommen gut zurecht. Ja, sie kommen gut zurecht in ihren fiesen Aktionen, die sie immer wieder zeigen. Und sie haben es heute zu tun mit Todd Morton und Julio Sanchez. Ja, Todd Morton, der Kleinere, der Blonde, wie man ja annehmen könnte. Und Julio, natürlich der feurige Spanier oder Mexikaner. Mit den wilden Locken. Ja, da freut er sich, der Armand, mit seinen wilden Locken.
Ja, Tag Team Action wiederum bei der WCW, bei Pro Wrestling am Mittwoch. Und diese beiden, die sind ja bereits Champions gewesen der WCW. Lange Zeit sogar. Wir haben geglaubt, dass das eine Eintagsfliege sein würde. Aber dann haben sie doch sehr lange den Gürtel der Tag Team Champions getragen. Und Bankhaus Buck richtig vornehm mit Handschuhen. Zwei im Ring. Ja, Armand, so vornehm ist das nicht, denn mit den Handschuhen war er wohl vorher im Pferdestall. Aha, du meinst, da hängt noch was dran? Ja, einiges, wahrscheinlich geruchsmäßig zumindest. Aber es könnte ja auch sein, dass es die vornehmen Handschuhe der Hofreitschule sind. Trifft aber bei ihm nicht zu. Tja, und der Nachteil von wilden Locken ist natürlich, dass man daran ziehen kann. Und Julio muss über das Knie springen, nicht über die Klinge, sondern über das Knie von Bankhaus Buck. Und Dirty Dick Slater steht schon da für diese Double Action. Das ja. Take erfolgt. Musste jetzt auch noch in diesen Fuß reinlaufen. Ja, liebe Fans, wir haben es euch schon mal gesagt. Hier Tag Team Action in der WCW und das werden wir heute nochmal erleben, denn Men at Work werden antreten gegen Public Enemy. Natürlich wird das wieder eine Brawlerei. Und dann der Main Event, nämlich mit Earl Robert Eaton gegen Conan. Zeit Headlock jetzt und abgelöst. Und die Meisterzwiebel. Ist ja auch erstaunlich. Eigentlich in gar keinem Wrestling-Dress, sondern eigentlich so, wie sie auch privat rumlaufen. Ja, wie sie privat aus dem Stable kommen, aus dem Stall. Und jetzt das Wippen rüber. Bigfoot von Bankhaus Buck, die also hier die Initiative übernommen haben. Da zerrt der Julio Sanchez hinter sich her, wie ein Kalb am Strick. Und ein paar wüste Tritte. Ja, durchaus erlaubte Tritte in diesem Fall. Und Todd Morton ist jetzt drin. Und der versucht natürlich mit einer riesen Aktion auf den Stud-Stable nochmal das Eisen aus dem Feuer zu holen. Und dann kommt dieser Slingshot da drüben. Oh weh, oh weh, oh weh. Und jetzt wird Todd Morton bearbeitet. Und das Cover. Soweit aus Ende. Sieger der Stud Stable und vielleicht wieder auf dem Weg zu einem Titelmatch. Aber das war keine große Herausforderung. Das war wirklich leichtes Spiel. Und da kann er sich brüsten mit seinen Hosenträgern. Ja, sie haben natürlich in diesem Fall die paar Sekunden ausgenutzt. Und Todd Morton, der war da ein bisschen zu übereifrig. Während Julio Sanchez sich gar nicht mehr im Ring befunden hat. Ah ja, hier dieser Bigfoot. Alles noch einmal in der Zeitlupe. Und da drüben sehen wir diesen Slingshot mit Todd Morton. Da liegt er, kommt natürlich nicht mehr weg und der tritt noch einmal. Und dann das Cover aus Ende. Und gleich geht's weiter hier mit einem Single-Match. Da hört ihr es. Wir reichen dieses Match nach, liebe Fans. Ein Mann. Disco Inferno. Ein Mann, der immer wieder für gute Laune sorgt, wo immer er auftritt. Disco Inferno. Ja, und dieses Match muss einfach gezeigt werden, liebe Fans. Denn der Gegner von Disco Inferno ist kein anderer, kein schlechterer, kein besserer, was immer man denkt, was immer man über ihn geredet hat, nämlich Mr. Wonderful, Paul Orndorff. Yeah, 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 yeah. You wanna see him shake.
Tja, und jetzt ist es soweit. Wir dürfen ihn erblicken. Ein Mann, der seinen Körperkult immer wieder begeistert vorgetragen hat. Bis zum Exzess kann man fast sagen. Ein Mann, der alle Höhen und Tiefen im Wrestling durchgemacht hat. Der einer der beliebtesten gewesen ist. Einer der gehasstesten gewesen ist. Mehrfach Champion gewesen ist. Der ganz große Fäden mit dem Hulkster hinter sich hat. In anderen Ligen schon in den Jahren vorher und immer ein Superathlet gewesen ist, auch wenn er manchmal gerade in letzter Zeit immer wieder zu fiesen Aktionen geneigt hat. Tja, in Ehren ergraut ein wenig. Ja, ergraut. Naja gut, man kann auch mit 25 schon grau werden, das ist eine andere Sache. Er ist natürlich nicht mehr 25, aber er ist immer noch ein Athlet und er ist und bleibt der absolute Spezialist für Piledriver. Seine Matches hat er damit entschieden. Meisterschaften damit für sich gewonnen. Und was für ein Schmatzer, den er sich selbst gibt da. Ja. Ich habe das jetzt auch mal kurz probiert. Ja. Handy Bussi war das von dir. Also nicht auf den Spiegel. Aber wenden wir uns diesem Match zu. Disco Inferno hat da noch einmal versucht, Mr. Wonderful in die Schranken zu weisen. Tja, wird er den Spiegel aus der Hand legen? Der Referee, er würde schon gerne beginnen. So, weg mit dem Spiegel jetzt. Also jetzt wollen wir wieder Wrestling haben. Die Show ist gut, die Show war perfekt. Aber jetzt geht's zur Sache und ein bisschen ist ja normalerweise auch Disco für die Show verantwortlich. Ja, ja, ja. Und er greift sich ja immer, ja, wie hier zu sehen, in seine wunderbaren Haare, ob die Frisur sitzt. Also zwei eitle Gesellen, die sich da gegenüberstehen. Vielleicht Leiter Disco Inferno auch mal kurz in den Spiegel. Aha, jetzt können sie sich beide sehen. Ja, Spieglein, Spieglein. So, jetzt wissen wir, worauf er gewartet hat. Mr. Wonderful, da setzt er seinen Piledriver an. Und das, liebe Fans, das ist das Ende dieses Matches. Ladies and gentlemen, here is your winner. Und Disco Inferno, er kann es, glaube ich, kaum fassen, was ihm da widerfahren ist in den wenigen Sekunden dieses Matches. Ja, liebe Fans, wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Match nachreichen können. Es ist noch nie gezeigt worden und es war leider, ich will hoffen, vorerst das letzte Match von Paul Orndorff, von Mr. Wonderful. Denn dann kamen ja diese fürchterlichen Attacken der Horsemen von Ric Flair, speziell von Double A, von Arne Anderson. Ja, wir hoffen natürlich, dass er irgendwann wieder im Ring zu sehen sein wird, Mr. Wonderful. Das war jedenfalls hier vorerst sein letztes Match und dieser Mann, der jammert um seine Frisur. Aber liebe Fans, wir wollen uns erstmal eine wichtige Nummer ansehen und dann ein Statement anhören. Bevor das Fernsehen es weiß, Top Secret. Täglich News aus dem WCW-Hauptquartier in Atlanta. Jeden Tag neue Fäden, Gerüchte und Ergebnisse. For those of you out there, an alle Menschen da draußen, die den größten Augenblick in der Geschichte des Sports verpasst haben, besorgt euch einen Fernseher und konzentriert euch auf das, was in Zukunft in der Wrestling-Welt passiert. Ihr Männer da draußen, habt ihr je die Zärtlichkeit von einer Frau gespürt? Und wie sieht es damit aus, die Zärtlichkeit von zwei Frauen zu bekommen? Das ist es, was der Nature Boy jeden Tag bekommt. Wisst ihr warum? Bei Super Brawl bin ich Seite an Seite mit Woman den Gang runtergegangen. Und dann kam Elizabeth. Kein anderer hat so einen Blick wie sie. Sie machte eine klare Entscheidung. Sie fragte sich, Macho Man oder Nature Boy? Sie gab mir den Schuh und ich schlug zu. Boom! Im Käfig ist alles erlaubt. 1, 2, 3. Zusammen sind wir die World Champions.
We do everything together. Think about it. Wir machen alles gemeinsam. Wir leben zusammen. Wir gehen zusammen. Und wir verteidigen den World-Titel zusammen. Wir sind Elizabeth, Woman, and the Nature Boy. Und der Nature Boy. 60 Minutes all night long. 60 Minutes all night long. Die Jungs wollen den Titel haben. Da kommt ruhig und versucht es mal. So, immer wieder interessant, wenn der Nature Boy dann zu einem Statement kommt. Natürlich, die Damen nehmen sich. Aber jetzt geht's weiter. Brawl ist angesagt. Tag Team Action. Und die beiden tun vielleicht ganz gut daran, dass sie die Helme aufhaben. Man at Work, wie sie sich nennen. Denn ihre Gegner sind heute Public Enemy. Und unten seht ihr wiederum die Nummer DSF Text. Und dann mal reinhören in die News der dortigen Hotlines. Und hier, man hört es schon am Klang, an ihrem Sound. Das können nur zwei heiße Jungs sein. Super Tag Team Action mit Public Enemy. Genug sagen, liebe Fans. Erst einmal diese Auftrittsmusik und dann Tag Team Action in der WCW. Stud Stable haben wir gesehen. Wieder auf dem Vormarsch. One-Man-Gang wollen natürlich auch ran an einen Title Shot. Und was gibt es in der WCW für Tag Teams? Road Warriors, für mich im Augenblick ja fast die besten. Tja, Nasty Boys. Sie sind noch weit davon entfernt, sich den Tag-Team-Titel zu holen. Naja, also bei Lex Luger und dem Stinger weiß man nicht, wie weit es gehen wird. Wir hören es immer wieder, dass dem Stinger so einiges nicht gefällt. Und Public Enemy, die sorgen zumindest dafür, dass jeder, der zu einem Titelmatch kommen will, erst einmal durch die Hölle gehen muss bei ihnen. Und bei den Matches gegen die Nasty Boys, die sind ein bisschen anders gelaufen. Das war richtig Street Fight. Ich hoffe, dass es heute wirklich Tag Team Action gibt. Naja, was bei ihnen eigentlich immer mit zum Teil mit einem Street Fight zu tun hat. Die beiden anderen, ja, sie haben den Hammer immer in der Tasche. Wie viel schöner ist das Leben, wenn wir einen Hammer heben? Richtig einfache Jungs, aber sie wissen, was sie tun und sie machen das mit Freude. Und wir sehen neben dem Brawl eigentlich auch immer wieder gute technische Aktionen. Und immer ist der Körper bei den Jungs in Bewegung. Ja, liebe Fans, übermorgen geht's weiter mit WCW. Immer jetzt am Freitag wieder, also an gewohnter Stelle worldwide. Und dann wird auch der David wieder da sein, der in dieser Woche ja mit Basketball zu tun hatte, unheimlich viel trainiert hat. Also bei all seiner Begeisterung für das Wrestling ist der Junge da sportlich auch immer unheimlich unterwegs. Vielleicht wird er sogar mit seiner Mannschaft bayerischer Meister erstmal. Würden wir wünschen. Ja, toi, toi, toi.
Und hier geht's weiter. Knallbomb. Double Action. Einer von draußen, der andere von drinnen. Und Man at Work, die müssen sich da was überlegen. Und da überlegt er tatsächlich etwas. Und das hätte es schon sein können. Ein Two-Count gegen Public Enemy. Ja, und Grunge lässt sich das nicht zweimal bieten und nimmt dann die Clothesline nochmal rüber ins Seil. Abgelöst. Und dann muss einmal Rock runter und einmal Grunge runter. Und jetzt könnte es natürlich so sein, dass Man at Work den Sack zubinden. Erst einmal Coconut. Nein. Stattdessen Double Clothesline. Ansatzlos diese Aktion. Und jetzt vom dritten Ringseil. Was wird es? Ein Splash. Und der Sitz. Das war der Moonsault und das Ende des Matches. Jawohl. Rock hat den Sack zugemacht. Also Public Enemy, über die Jungs muss man erst mal drüber. Und was für ein schöner Erfolg. Und wir kommen jetzt natürlich mit Sicherheit noch zu wunderbaren Einstellungen. Zu der Slow Motion. Und den heißesten Szenen. Genießen wir diese Bilder. Und dann, liebe Fans, wollen wir natürlich mal hören, was die Nasty Boys dazu zu sagen haben. Denn sie haben ja gerade Public Enemy geschlagen. Hey, everybody around the world! An alle da draußen in der Welt, die es noch nicht wissen, wir sind die Nasty Boys. England, Japan und Europa. Bereitet euch vor auf die Nasty-Sensation, denn die WCW und die Nasty kommen zu euch live, direkt in euer Gesicht. Wann immer ihr es wollt und wie oft ihr es wollt, wir kommen um die ganze Welt und bereitet euch vor, die Nastiest People auf der Welt zu sehen. Well, sag, Mother always said. Sex, Mutter immer zu sagen pflegte, man ist so schlimm, wie man sich gibt. Und jeder weiß, dass die Nasty Boys es lieben, sich rumzuschlagen und anderen die Zähne rauszuhauen. Bitte, bitte, kommt und seht es euch an, wenn wir um die Häuser ziehen und den Nasty Boy Boulevard entlang gehen. Und das jeden Tag in der Woche, Baby. Wir sind so nasty, wie es uns gefällt. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, selber schuld. Bereitet euch vor, denn wir sind hier in der WCW, wo die großen Jungs spielen. What's the matter, Bucky? Und die nächste Großveranstaltung, die lässt nicht lange auf sich warten. Uncensored. Super Action in nur wenigen Wochen. Uncensored. Und wir sehen die ganz großen Jungs. Wir sehen Tag Team Action, wir sehen Macho Man, den Hulkster und Ric Flair am Samstag, den 13. April im DSF. Ja, und wir sind wieder zurück mit der adligen Musik, liebe Fans, und mit unserem Main Event heute. Toll, dass ihr dabei geblieben seid, denn jetzt ist es natürlich wieder Action mit seiner Lordschaft, der zwar nur mitkommt, aber jetzt den Squire, wie wir es zuerst gesehen haben, gegen Johnny B. Badd und jetzt Sir Robert Eaton begleitet. Tja, und er macht eine gute Figur zum zweiten Mal. Heute Abend? Ja. Also jetzt komm, Armand. Also zum zweiten Mal nicht. Denn er hat beim ersten Mal hat er keine gute Figur gemacht. Ja, ich meine beim Rauskommen ach zumindest. Oh, so, ja, natürlich. Das ist was anderes. Also du meinst vom Habit her. Genau. Ja, genau. Also so wie der gute Mann gekleidet ist, wie er sich gibt. Und hier an der Musik erkennt man ihn, den aktuellen US Champion aus Mexiko. Hier ist Conan. Tja. Und so wie der Abend begonnen, so ist er dann vielleicht auch zerronnen heute. Sir Robert Eaton,
gegen Conan könnte genauso ausgehen wie Johnny B. Badd gegen den Squire. Und dann hätte seine Lordschaft wahrscheinlich eine schlechte Nacht. Und gleich nach einer kurzen Werbung sind wir wieder da, liebe Fans. Und wie wir da sind hier bei WCW Pro Wrestling, nichts versäumt, wie man hier wirklich sagen kann, denn es ist ein endloses Gelabere manchmal von seiner Lordschaft dort draußen mit dem Referee. Und schaut euch nur an, wie der durchtrainiert ist, dieser Kunde. Er möchte ablenken, um den Gegner ein wenig zu irritieren. Und Conan, ein richtiges Kraftpaket. Und er freut sich natürlich, sozusagen aus seinen heimatlichen Gefilden jetzt auch Amerika im Sturm genommen zu haben. Und es wird ihm doch sehr, sehr viel Sympathie entgegengebracht. Ja, hier ist also das Eigenartige, dass das Publikum hinter einem Mexikaner voll steht gegen einen Amerikaner, der wiederum sich auf die englische Seite geschlagen hat. Also verkehrte Vorzeichen, ja, eigentlich. Aber da sieht man, dass man objektiv umgeht mit den Leistungen. Das ist das Wichtige im Augenblick. Ja, und hier wiederum bei den Leistungen muss man sagen, dass natürlich ein Sir Robert Eaton durchaus mit den Leistungen, mit den technischen Leistungen mitmachen kann, mithalten kann mit Conan, der wiederum mehr Kondition hat und athletischer ist. So, letzte Anweisung in der Ringecke. Ob es die richtigen sein werden, werden wir dann erleben. Hammer. Und Conan, er will es wissen, kriegt jetzt einen Schubser von hinten von Lord Steven Regal. Also wirklich nicht die feine englische Art. Ja, liebe Fans, wie es im Augenblick aussieht, wird ja bei Uncensored Eddie Guerrero eine Chance kriegen, gegen Conan anzutreten, um den Titel eines US-Champions. Das würde natürlich ein super Match werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wenn die Karte steht, wenn das alles klar ist, dann werdet ihr natürlich auf der Hotline das sogar noch vorher erfahren. Und hast du diese Unschuldsmiene gesehen? Ja, natürlich, bei diesem Herrn. Man kann ihm doch eigentlich nichts Böses zutrauen. Wem? In diesem Jackett, mit dieser Krawatte, aber was sich nicht alles so hinter seiner Maske verbirgt. Ja, es ist nun mal so. Also da kann man anziehen, was man will. Man bleibt ein Wrestler und man bleibt natürlich auch meist auf der Seite, die man im Ring immer wieder zeigt. Und da ist er nun mal, ein Fiesling, seine Lordschaft. Und Conan jetzt im Bedrängnis. Ein Two-Count. Das wäre natürlich was speziell für seine Lordschaft. Also Sir Robert, der hier gewinnt, und seine Lordschaft, der dann sagen kann, die Schlappe von vorhin gegen Johnny B. Badd, als der Squire verloren hat, die wäre ausgewetzt. Man könnte also beruhigt irgendwo in eine Bar gehen und sich einen genehmigen auf den Sieg. Aber soweit ist noch nicht. Sogar mehr noch als das, Robert Eaton als US Champion kann ich mir schwerlich vorstellen. Warum denn nicht? Ich habe da so meine leisen Probleme damit, aber warten wir es ab. Hammer, du musst mit deinen Problemen fertig werden, es nützt nichts, da musst du durch. Denn wenn das jetzt hier eine Submission werden soll, eine Aufgabe sollte, dann ist es schon passiert, Hammer. Und dann kannst du schlecht schlafen. Mit Sicherheit. Aber Conan kann einiges einstecken. Ja, es ist hier natürlich die Frage, ob so ein gewiefter Fuchs wie Sir Robert... Und ein Faustschlag. Eben, das meinte ich damit, gewiefter Fuchs. Da war noch irgendetwas in seiner Faust versteckt. Oh, weh, oh, weh. Oh, weh, oh, weh. Tja, und 2-1 ist ja bekanntlich unfair. Ja, oder es müsste direkt ein Handicap-Match sein. Aus...
gerufen als zwei gegen einen oder einer gegen zwei. Aber das ist das alte Lied, wenn man dann einen Manager mit hat, dann ist es meist so, dass der eingreift. Und damit musst du natürlich auch Kornen rechnen. Und der Referee muss vor allen Dingen damit rechnen und ein bisschen mehr aufpassen. Aber die Sympathien sind ihm sicher. Kornen hier heute Abend. Und daran wird er sich hochziehen. Ja, und jetzt könnte sich das Blatt wenden. Jetzt könnte es sich wenden. Und trotzdem, was für ein... Ja, trotzdem diese Schläge natürlich nicht erlaubt. Was für ein Schlag. Whippin. Rüber. Orbe. Jetzt könnte es passiert sein. Und da kommt der Double Leg Nelson. Und es war's. Großartig. Ja. Bleibt US Heavyweight Champion. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.